Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin nicht in gewohnter Umgebung. Wir sind nämlich gerade im Urlaub auf Mallorca. Das habt ihr bestimmt im letzten Vlog mitbekommen. Das wird aber kein normaler Vlog werden, sondern ein Reading-Vlog. Ich habe nämlich so Lust, den ganzen Urlaub einfach nur zu lesen. Für mich bedeutet Urlaub zu lesen, am Strand liegen, braun zu werden, in den Pool zu springen und zu lesen, habe ich das schon erwähnt. Sabrina und ich sind richtig im Lesefieber momentan, deswegen haben wir auch einige Bücher mitgenommen, wie ihr hier sehen könnt. Das ist unsere Buchauswahl für 8 Tage Urlaub. Ich glaube auch. Ich habe aber tatsächlich nur 3 Bücher mitgenommen und zwar diese 3 Stück hier. Habt ihr wahrscheinlich auch im letzten Vlog schon mitbekommen, dass ich mich für die 3 Bücher entschieden habe. Ich habe dann das 4. Buch nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, okay, übertreib. Du wirst wahrscheinlich nicht alle 4 Bücher lesen, deswegen habe ich jetzt einfach mich für diese hier entschieden. Und zwar einmal Magnolia Parks, der 2. Teil, also Daisy Hates. Ich bin so gespannt, ich will das schon so lange lesen. Und ich weiß, das ist eigentlich kein Urlaubsread, aber ich freue mich richtig darauf. Da geht es um so toxische Beziehungen, also ich will das einfach lesen, es liest sich locker leicht. Ich liebe irgendwie die Floppiness und das... Also das Format von diesem Buch, ich finde es einfach ganz toll, deswegen musste das mit. Und natürlich, wenn man in einem Urlaub ist und es noch nicht gelesen hat, kommt man nicht an Happy Place vorbei. Ich habe das auf Englisch, das habe ich mir vor ein paar Wochen erst gekauft, extra für den Urlaub, deswegen musste das natürlich auch mit. Ich weiß noch nicht, irgendwie habe ich gerade nicht so Lust auf das Buch, muss ich sagen. Aber ich habe auch gar keine andere Wahl so richtig. Ich könnte zwar eins von Sabrinas Büchern lesen, aber ich glaube, ich werde eher bei meinen 3 bleiben, damit sich mein Sub auch ein bisschen verringert, weil der in den letzten Wochen ein bisschen drastisch erhöht wurde. Gerade lese ich aber The Unhoneymooners. Das habe ich im Flugzeug schon angefangen und ihr habt es vielleicht schon gesehen, aber ich bin bis Seite genau 100 gekommen im Flugzeug. Mehr habe ich leider nicht geschafft, aber ich freue mich, das jetzt die nächsten Tage durchzusuchten und ich bin richtig gespannt, wie lange ich so für das Buch brauchen werde. In dem Buch geht es um Olive und Ethan und sie sind eigentlich Erzfeinde. Ich weiß gar nicht, ob auf dem Klappentext steht, warum. Aber sie können sich auf jeden Fall nicht ausstehen. Dann heiratet ihre Schwester und alle bekommen eine Lebensmittelvergiftung. Und deswegen müssen ausgerechnet Ethan und Olive die Hochzeitsreise von ihrer Schwester und ihrem Mann antreten, und zwar nach Maui. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da dann einfach zu einer Romanze kommt. Ich glaube, das ist der Inhalt von dem Buch. Aber ich glaube, darum wird es in dem Buch gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, bisher sind schon einige Sachen passiert, wo ich mit den Augen gerollt habe, weil Olive ein sehr dramatischer Charakter für mich bisher ist. Sie erzählt zum Beispiel am Anfang, dass ihre Schwester ein Glückspilz ist. Sie hat zum Beispiel auch die Hochzeit in einem Gewinnspiel gewonnen und sie gewinnt immer alles. Und Olive, also sie sind Zwillingsschwestern, aber Olive ist so der Pechvogel der beiden. Sie wurde sogar schon mal von einem Blitz getroffen. Also keine Ahnung, das war mir irgendwie so ein bisschen zu unlogisch. Deswegen bin ich noch nicht der größte Fan von Olive. Ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob sich das in dem Buch noch ändert. Ich bin, wie gesagt, erst auf Seite 100 und das Buch hat, glaube ich, 367 Seiten. Also die perfekte Größe für ein Beach-Read jetzt. Und genau, ich würde sagen, ich rede gar nicht lange drum rum. Ich fange mit dem Buch an. Ich gebe euch ein Update, wenn ich ein bisschen weitergekommen bin. Und ich bin so gespannt, wie ich es dann letztendlich finden werde. Wir warten gerade, dass der Parkplatz neben uns frei wird, weil wir bei einem Strand stehen und waren heute Morgen beim Markt. Ich dachte, ich gebe euch ganz kurz ein Leseupdate. Ich bin nämlich schon relativ weit gekommen. Und zwar bin ich bei Seite 148 stehen geblieben. Das heißt, ich habe noch so ein bisschen mehr als 100 Seiten, bis ich das Buch beendet habe. Und irgendwie hat sich meine Meinung auch nicht so richtig zu dem Buch geändert. Also, was habe ich zu dir gesagt? Ich finde es irgendwie ist es so too much einfach von allem. Es ist so viel Kitsch und ein bisschen unrealistisch. Es ist zwar irgendwie auch cool, das so zu verfolgen, die Geschichte an sich, aber der Charakter Olive gefällt mir einfach nicht. Ich mag sie irgendwie überhaupt nicht. Ethan mag ich auch nicht. Ich shippe die beiden auch überhaupt nicht. Also bisher gefällt mir das Buch irgendwie leider nicht so gut. Und jeder hat mir geschrieben, dass ihr das Buch so geliebt habt und dass das perfekte Buch war. Jahreshighlight 5-Sterne-Read. Ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Ich hoffe, dass das Ende mich jetzt nochmal ein bisschen umhaut. Ich will das auf jeden Fall jetzt am Strand beenden. Ich habe auch schon extra mein nächstes Buch mitgenommen. Und zwar Happy Place möchte ich danach anfangen. Aber ich bin gespannt. Das Gute ist, dass man bei dem Buch auf jeden Fall super schnell durchkommt. Aber mal schauen, wie ich es dann jetzt finden werde. Wenn wir dann mal einen Parkplatz haben, können wir am Strand auch endlich weiterlesen.
sind mittlerweile wieder in der... Wir sind mittlerweile wieder in der Hotelanlage und ich dachte mir, ich gebe euch ein kurzes Feedback, weil ich vorhin tatsächlich die Unhoneymooners noch beenden konnte am Strand. Ich habe übrigens was an, ein Bikini, und gehe auch gleich duschen, aber ich dachte mir, ich sage euch noch kurz, wie ich dieses Buch fand. Und ich hoffe übrigens, ihr hört die Musik nicht so laut. Hier spielt irgendwo schon die abendliche Musik, aber ich weiß irgendwie gar nicht, wie ich dieses Buch beschreiben soll. Das Ende fand ich nochmal gut, aber irgendwie auch krass nervig. Also insgesamt, glaube ich, fand ich dieses Buch einfach eher nervig, als dass ich es gut fand. An sich hat mir Olive als Charakter nicht gefallen. Ich habe die beiden überhaupt nicht geschippt, bis zum Ende nicht. Also auch was am Ende passiert ist, ich dachte, okay, das wird jetzt nochmal so ein bisschen emotional, wurde es für mich aber überhaupt nicht. Ich habe das irgendwie gar nicht gefühlt, vor allem das Ende. Und deswegen frage ich mich die ganze Zeit, ob ich irgendwie was ganz anderes gelesen habe, als alle, die dieses Buch geliebt haben. Geschmäcker sind verschieden und deswegen für mich war es irgendwie nichts. Ich schwanke zwischen 3 und 3,25 Sternen. Also es ist nicht ein kompletter Reinfall gewesen, es ist super leicht zu lesen, also deswegen auf jeden Fall gut für so einen Sommerurlaub. Aber es hat mich einfach nicht überzeugt und ich glaube, ich hätte keinen Fehler begangen, wenn ich das nicht gelesen hätte. Aber für alle, die das toll fanden, freue ich mich natürlich, dass ihr das Buch so toll fandet. Nachdem ich das Buch beendet habe, habe ich aber noch ein bisschen Zeit gehabt am Strand oder Lust zu lesen. Und deswegen habe ich Happy Place angefangen. Ich bin jetzt noch nicht so weit. Ich bin auf Seite 56 quasi stehen geblieben. In dem Buch geht es übrigens um ein Paar, das immer mit ihren Freunden zusammen in den Urlaub gefahren ist, einmal im Jahr. Und dieses Jahr machen sie das auch. Der Unterschied ist, dass sie eigentlich nicht mehr zusammen sind, aber niemand weiß es. Deswegen müssen sie sich so... Also so Fake-Dating, aber halt, sie waren eigentlich schon mal zusammen, sind nur getrennt und tun jetzt so, als wären sie noch zusammen. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ich hatte am Anfang ein paar Probleme reinzukommen, weil es ja auch auf Englisch ist und ich schon lange nichts mehr auf Englisch gelesen habe. Aber jetzt finde ich es, glaube ich, also bisher finde ich es auf jeden Fall süß und cute und auch irgendwie gut erzählt. Also es springt, glaube ich, soweit ich es jetzt verstanden habe, immer in der Vergangenheit und wieder in die Gegenwart. Also in der Situation, wo sie jetzt zusammen im Urlaub sind und das quasi so faken müssen und wie sie sich kennengelernt haben und wie ihre Story eben da war. Deswegen, das finde ich bisher auf jeden Fall gut. Ich bin gespannt, wie schnell ich da durchkomme. Ich dachte, das Buch hat nicht so viele Seiten, aber jetzt habe ich gesehen, dass es fast 400 Seiten hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob ich es überhaupt noch schaffe, ein anderes Buch anzufangen in dem Urlaub. Aber wir werden morgen auf jeden Fall wieder den ganzen Tag lesen und deswegen gebe ich euch dann einfach ein Update, wenn ich hier ein bisschen weitergekommen bin und gehe jetzt endlich duschen, weil wir haben den ganzen Tag ultra geschwitzt und ich freue mich jetzt zu duschen und die Musik wird auch immer lauter. Ich glaube, man sieht ungefähr gar nichts von meinem Gesicht, aber egal. Ich wollte euch einfach nur kurz ein Reading-Update geben. Ich bin mittlerweile auf Seite 228, also so ein bisschen über die Hälfte. Ich muss sagen, ich komme viel langsamer durch das Buch, als wenn das, glaube ich, auf Deutsch wäre. Also das Englisch ist relativ leicht zu verstehen, würde ich sagen, aber man kommt auf jeden Fall ein bisschen langsamer durch. Es steht auch immer super viel Text auf einer Seite. Ich habe auch schon mit Sabrina den Vergleich gemacht, wie viele Seiten sie quasi liest und wie viele Seiten ich. Und sie liest gefühlt fast doppelt so schnell wie ich. Aber das ist auch nicht schlimm, darum geht es ja auch nicht. Nur damit ihr das so ein bisschen im Kopf habt, falls ihr das auch auf Englisch lesen wollt. Das gibt es nämlich, glaube ich, jetzt auch schon auf Deutsch. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, in das Buch reinzukommen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber jetzt finde ich es irgendwie total cute und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das ist die ganze Zeit so eine Spannung. Ich glaube, ich habe euch ja schon erzählt, worum es in dem Buch geht. Und es ist die ganze Zeit so eine Spannung einfach zwischen den Protagonisten. Und ich bin super gespannt, wie sich das jetzt in den letzten 150 Seiten auflösen wird. Ich will es auf jeden Fall heute noch beenden und dann noch das dritte Buch zumindest anfangen. Ich werde es auf jeden Fall nicht mehr beenden. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall, es nochmal anzufangen. Morgen im Flugzeug haben wir auch nochmal ordentlich Zeit zu lesen. Deswegen schauen wir mal, wie weit ich heute komme. Mehr Updates gibt es auch nicht. Ich finde es bisher cute. Es ist kein Highlight bisher für mich, aber vielleicht wird es das noch. Und es ist auf jeden Fall einfach süß für den Urlaub zu lesen. Falls euch übrigens interessiert, was Sabrina liest. Sabrina liest jetzt gerade das hier. Ist auch schon ziemlich weit auf Seite 211. Also sie hat gestern einfach 200 Seiten in dem Buch gelesen. Und Pretty Scandalous hat sie beendet, also einen richtigen Brecher. Deswegen, das ist gerade ihr Current Read. Ich weiß nicht, wie findest du es bisher? Ich glaube, sie findet es okay. Sie kann noch keine richtige Bewertung dazu abgeben, sonst hat es auf jeden Fall voll an, wenn sie wüsste, erinnert. Aber sie meinte, dass sie darauf wartet, dass mal was passiert. Aber es liest sich richtig schnell. Ich glaube, sie wird das heute auch noch beenden, dann kann sie euch vielleicht auch noch ein kleines Feedback geben.
Wir sind wieder zu Hause und ich habe euch gar kein Feedback zu Happy Place und Daisy Hates gegeben. Deswegen dachte ich mir, mache ich das noch schnell. Ich hatte ja im Urlaub noch Happy Place von Emily Henry beendet. Und ich habe es auf Englisch gelesen. Ich glaube, das habe ich euch schon gesagt. Und das hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, muss ich sagen. Nicht, weil es super schwer war zu verstehen. Es war meiner Meinung nach relativ leicht zu verstehen. Ist nicht super easy. Es waren noch ein paar Wörter drin, die ich persönlich einfach nicht kannte. Aber man hat den Kontext trotzdem immer verstanden. Aber das hat es mir einfach ein bisschen schwer gemacht, durch dieses Buch zu kommen. Ich glaube, auf Deutsch wäre ich da viel schneller durchgekommen. Ich bin sowieso eine langsame Leserin, auch auf Deutsch, aber gerade auf Englisch habe ich gemerkt, dass ich so slow war. Zur Geschichte aber, ich fand alles an diesem Buch einfach gut. Die Spannung zwischen Harriet und Win, es war ein so emotionales Buch. Ich habe die ganze Zeit so krass mitfühlen können. Ich glaube, das ist auch ein Thema. Also irgendwie, selbst wenn man es selber noch nicht erlebt hat, kann man das so nachempfinden. Die Emotionen, die beide der Protagonisten fühlen und was auch noch außenrum in der Freundesgruppe passiert ist. Und einfach diese Spannung, es war so gut von vorne bis hinten. Ich habe es unfassbar gerne gelesen. Es war kein 5-Sterne-Buch für mich. Ich weiß nicht warum, aber dieses 5-Sterne-Gefühl hat für mich persönlich einfach gefehlt. Aber ich habe dem Buch 4,5 Sterne gegeben und die hat das absolut verdient. Ich würde es euch total empfehlen, wenn ihr in den Sommerurlaub geht. Es hat zwar ein Sommersetting, man könnte es auch im Winter lesen, aber ich glaube, gerade für so einen Sommerurlaub ist das das perfekte Buch. Und das ist ja jetzt auch auf Deutsch draußen. Also, falls ihr lieber auf Deutsch lest, dann könnt ihr das auch auf Deutsch lesen. Und danach hatte ich ja noch Daisy Hates angefangen. Da muss ich aber leider sagen, ich bin nicht wirklich weitergekommen. Im Flugzeug habe ich so gut wie gar nichts gelesen. Ich bin auf Seite 57 stehen geblieben. Also ich habe ungefähr nichts von diesem Buch gelesen. Aber bisher finde ich es ganz gut. Es ist irgendwie schwierig, jetzt schon eine Meinung zu dem Buch zu äußern. Was mich auf jeden Fall verwirrt hat, sind wie viele Namen in den ersten Kapiteln kommen. Und dadurch, dass ich den ersten Teil, glaube ich, vor 3 oder 4 Monaten gelesen habe, habe ich auch keine Ahnung mehr, wie die Konstellationen sind. Wer ist Familie, wer ist Freund, wer hat was mit wem? Ich habe ehrlich gesagt sehr wenig gecheckt. Was auch ein kleiner Kritikpunkt für mich ist, ist, dass immer wieder extrem große Fußzeilen in dem Buch sind, wo dann eben Dinge erklärt werden, die auf der Seite genannt werden. Und die lese ich einfach nicht durch. Ich sag's euch, die lese ich einfach nicht durch. Vielleicht würde ich dann mehr verstehen, aber ich finde es unfassbar anstrengend, mitten im Satz zu einer Zeit zu springen, da was zu lesen. Bis dahin habe ich vergessen, was in dem Satz passiert ist. Super viele finden die Daisy-Reihe viel besser als die Magnolia-Reihe. Deswegen bin ich super gespannt, was noch auf den Seiten passiert. Ich werde das in diesem Vlog aber nicht mehr beenden, einfach weil ich den gerne hochladen würde. Deswegen ist das mein bisheriges Feedback. Ich kann noch nichts so wirklich zu dem Buch sagen, aber falls ihr es gelesen habt, schreibt mir unbedingt, wie ihr es fandet. Ich bin ehrlich, ich hätte gedacht, dass ich im Urlaub viel mehr lesen würde. Aber schreibt mir gerne mal, ob es bei euch auch so ist, dass ihr auf Englisch einfach noch langsamer lest. Es geht auch überhaupt nicht darum, wie viele Bücher man liest, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meiner Auswahl. Auch wenn die An Honeymooners nicht mein liebstes Buch war, habe ich eine richtig tolle Zeit mit jedem dieser Bücher gehabt. Deswegen kann ich sie euch trotzdem irgendwie alle empfehlen für einen Summer Read. Nur hier dürft ihr meiner Meinung nach nicht zu viel erwarten, obwohl super viele es geliebt haben. Also vielleicht werdet ihr es auch lieben. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass euch dieser Reading-Vlog gefallen hat und dass es euch so ein bisschen in Lese-Sommerstimmung gebracht hat. Vielleicht habt ihr auch noch einen Sommerurlaub vor euch oder allgemein einen Urlaub und werdet da ein bisschen motiviert, vor allem Happy Place zu lesen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns dann auch beim nächsten Mal wiedersehen.